Neue Woche, neues Kartenchaos. Diese Woche heroisches Kartenchaos. Heroischen Kämpfern wirkt heroische Beute. Für mehr Siege gibt es mehr Belohnungen. Nach 12 Siegen oder 3 Niederlagen endet die Runde. Also wie ein normaler Arena-Run eigentlich. Und ja, es ist halt leider nicht wirklich günstig. Stellt ein Standard-Deck zusammen und messt euch mit den Besten. Es steht jede Menge auf dem Spiel und die Konkurrenz ist knallhart. Je mehr Siege ihr erringt, desto mehr Belohnungen erwarten euch. Schafft ihr 12 Siege oder wird eure Runde nach 3 Niederlagen enden? Für 1000 Gold, also nichts kostenlos. Jetzt muss ich mal im Shop nachgucken, vielleicht gibt es da kostenlos eine Möglichkeit. Wow. Die kleine Chance war zumindest da. Wir haben auch einen neuen Monat. Das heißt, auch Ranking hat sich resettet. Bei den Quests absolviert ein Spiel, ist mir relativ egal. Kolosseumkönig gewinnt 3 Spiele im heroischen Kartenkolosseum. Das ist schon deutlich interessanter. Es wird trotzdem witzig. Der Part selber könnte auch länger werden. Ja, einverstanden. Zurück. Wieso? Was habe ich denn jetzt angestellt? Wieso bin ich auch zurückgegangen? Ja, habe ich verstanden. Ja, und zurück, weil ich dann 1000 Gold zahlen muss. Gut, dass ich aufgespart habe. Jetzt im Januar. Dadurch haben wir zumindest 2 Runs. Kauf abgeschlossen. Erstellen wir jetzt wirklich ein Deck? Oder kriegen wir Karten vorgeschlagen? Wir dürfen sogar einen Held aussuchen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Todesritter wird sehr häufig vertreten sein, gehe ich von aus. Ich nehme mal den Priester. Wir müssen uns selber ein Deck erstellen. Da bin ich gar nicht drin gut. Ja, herzlichen Glühschlumpf. Ja, ich möchte aber... Ach, okay, da ich Priester genommen habe, muss ich auch beim Priester bleiben. Wird immer interessanter. Jetzt darf ich mir ein Deck aus den Fingern saugen, was entweder funktioniert oder nicht. Replikas sind nie verkehrt. Ja, du heilst Mr. E-Schaden. Ja, Untote. Ich möchte nicht unbedingt auf Untote arbeiten. Mehr Priesterzauber. Ich muss ernsthaft mir irgendwie eine Deckidee erstellen. Du bist nicht untot, oder? Doch, du bist untot. Oh. Dann versuche ich es vielleicht doch mit Untoten. Sind zwar nicht so viele, ja komm, dich nehme ich dann mit. Dich selbstverständlich auch. Haben wir noch mehr Untot als Kombination. Ja, ich gebe es ja zu, ich habe nicht richtig nachgedacht. Hier haben wir auch nochmal Untot. Das richtige Untot und der kriege ich halt leider nicht hin. Schattenwort tot. Schattenwörter nehme ich sehr, sehr gerne mit. Ja, ich gucke hauptsächlich nach Untot-Geschichten. Naru-Splitter, dich, du schadest nicht.
Der maximal 3 kostet. Ja, haben wir. Oh komm, legendäre Diener nochmal zusätzlich. Du bist untot. Entdeckt einen Zauber aus eurem Deck. Ah, oh, Handkarte des Gegners. Okay, alles klar. Das Deck ist fertig. Mehr als schief gehen kann es nicht bei dieser nicht allzu starken Mana-Kurve. Mehr, wobei es geht. Und wo ist jetzt das Problem? Wieso kann ich nicht starten? Ach, weil ich 31 Karten im Deck habe. Muss ich eine Karte rausnehmen. Die legendären möchte ich aber weniger rausnehmen. Ein Schatten vor Tod raus. Ach ja, komm. Der Schuss kann nur nach hinten losgehen im schlimmsten Fall. Ja, ich bestätige. Drückt mir die Daumen, dass ich mindestens einen Sieg reinhole. Wie gesagt, keine Ahnung, wie lang dieser Part wird. Ist ja eigentlich wirklich wie in einem Arena-Match. Tyrande gegen Garrosh. Dich behalte ich, dich behalte ich. Dich packe ich weg. Replikata. Die Spiegelbilder sehen so creepy aus. Ah, wie ich sehe, habt ihr Gäste dabei. Einen zweiten Run kann ich auch machen, aber dies dann erst offscreen. Wo ich mir vorher überlege, was ich nutze. Das ist so ein typisches Kartenchaos, um Gold rauszunehmen. Das Piratendeck. Ja, warum nicht? Ja, zumindest haben wir jetzt was draußen liegen. Dir meine Karte an. Ich kann es auch so machen. Könntest du auch. Mal sehen, was nehme ich? Ich muss mich entscheiden. Ich möchte so ein bisschen was an Vorteil haben. Dort. Na, was für eine Waffe willst du denn ausspielen? Für also eine 4 Mana Waffe? Okay, dann nicht. Da das hier über die zweite Karte hat er sich Angriff geholt. Nachdem euer Held angegriffen hat, ja, danke schön. Warst du untot? Ja. Dann könnte ich den sogar spielen. Na, warum auch nicht? Warum auch doch? Was tun? Ja, ich bin echt mit mir gerade am Kämpfen. Ah, Duplicate, why not? Wer weiß. Und ich hole mir irgendeine legendäre Karte. Welche nehme ich? Ah,
ruft jeden Wachposten, den ihr in diesem Spiel herbeigerufen habt. Wachposten haben wir keine im Deck. Flugroute kann interessant sein, muss es aber nicht. Ja, komm, nehme ich den Flugmeister. Das war's. Habe ich tatsächlich so gut wie noch nie gespielt. Rät der Gegner richtig? Oder nicht? Ich habe nicht auf die Kartenzahl beim Gegner geachtet. Dezent blöd. Nachdem euer Held angegriffen hat, wird unser Held nur nie. Und das war's. Zack, ein bisschen Board Control. Ich glaube, nach dem einen Match mache ich einfach Pause. Von der Aufnahme her Pause. Und steige dann hinterher beim Loot wieder ein. Die grundsätzlich funktionierenden Decks habt ihr ja schon gesehen, irgendwo immer. Also wird das nicht das Problem darstellen. Untot, nicht tot, tot. Aha. Könnte tatsächlich Relevanz besitzen. Den habe ich jetzt mal rausgenommen. Jetzt könnte ich den noch rausnehmen. Ich kann es auch sein lassen. Ja, das eine Match gehe ich mit euch durch. Ich habe gesprochen. Also 4 Mana im Plus. Sieht einen Piraten, weil wir so viele Piraten haben. Es braucht nur eine Menge Lava. Irgendwie Eifer oder so wäre ganz toll. Einmal auswechseln. Wer weiß, was passiert. Welches Abenteuer ruft euch heute? Ja, er hat so richtig geraten gehabt. Damals, als die Welt noch jung und schön war. Bring mir was zu trinken mit. Ha, habt ihr einen Auftrag? Nee, 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 nee. Ganz so leicht werde ich dir nicht machen. Ich könnte ihn jetzt doch rausnehmen. Ich sag dir, so leicht mache ich es ihm nicht. Welches Abenteuer ruft euch heute? In 3 Zügen 10 Leben oder 5 Zügen 12 Schaden. Ich nehme die 12 Schaden. Dagegen heilen geht immer. Er hat die 3 Züge Variante genommen, die ich mir gar nicht durchgelesen habe.
nicht. Einfach YOLO in his face. Sind ja in Anführungsstrichen nur 7 Schaden. Könnte ich tatsächlich tun. Weil egal was wir machen, das hilft uns nicht groß. Ich hab genug Mojo für. Richtig zurück. Damit hole ich mir noch ein bisschen Heilung, drück ihm die den Schaden. Na, was hast du denn an Handkarten? Auch nichts Interessantes. Und stimmt, er hatte 35 Leben, habe ich auch nicht drauf geachtet. Selbst wenn er den killt, der wird trotzdem mit rausgenommen. Also wenn er gekillt wird. Das könnte tatsächlich der eine Sieg sein, den ich eigentlich in einer Aufnahme immer habe oder haben will. Wir brauchen mehr Schießpulver. Hä? Ach, waren gegnerische Diener. Dann hätte ich den gar nicht rüberziehen brauchen sollen müssen. Na, herzlichen Glückwunsch. Batze fällt wieder. Ja, in der letzten Runde ist ein Untoter gestorben. Bingo. Zieht ein zufälligen Piraten. Das ist nur in eurem Kopf. In der Kiste? Piratenkram. Na, passt so. Zumindest haben wir Board Control. Aktuell. Danke. Das habe ich gebraucht. Steuerbord! 14 Schaden kann uns reindrücken. Es braucht nur eine Menge Lava. Ich hatte ja noch gehofft. Na, ja, die 7 Schaden müsste er mir reinrücken. War klar. Ja, im letzten Zug ist ein entsprechender gestorben. Damit habe ich das Board wieder etwas bin ich blöd. Was erwartet man denn auch von mir? Blöde Aktionen, da bin ich gut drin. Was ist das für die Waffe? Ein Diener hält einen Angriff, nachdem Held angegriffen hat. Okay. Der Waffenwechsel kam halt durch den Koloss zustande, also den Moloch. Nee, der hat ja nur Eifer. Also reicht das so nicht. Dann muss er sich den Schaden geben. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich ihm irgendwie noch Schaden zusätzlich reindrücken kann. Aber das hilft halt nur, wenn ich mit einem Held angreifen könnte. Und er auch.
Das heißt, das Intelligenz, das bin ich jetzt ein bisschen was gegenheile und anfange zu beten. Piratenkram. Das hilft mir nicht. Ja, wobei doch, 6 Schaden, die ich ihm reindrücken kann. Joho, Segel setzen zum Snackbuffet. Na, welche Waffe wird er wohl sich genommen haben? Blutschrei. Damit wissen wir es safe. Gut gespielt. Kolosseum geht um. Absolviert ein Spiel. Das ist Questbelohnung. Ja, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt wirklich nur Niederlagen einfahre. Die Möglichkeit ist durchaus da. Und das Endergebnis seht ihr nach einem Cut. Tipp, ihr seht hier, Aufnahmeprogramm. Bis gleich. Jo, wie ihr seht, 3 Niederlagen in a row. Und es gibt dafür normale Karten. Also ja, genau. Naja, ich werde wirklich privat versuchen, mir ein besseres Deck zusammenzustellen und das Spielchen durchzukriegen. Aber ihr habt zumindest das Kartenchaos von dieser Woche gesehen und es ist definitiv keins meiner Favorites. Also danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Entweder wieder bei Hearthstone oder bei irgendeinem meiner anderen Videos.